Wir haben, by the way, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber nächste Woche sind die Anime Awards, beziehungsweise das Voting für die. Nächste Woche Mittwoch, glaube ich. Und da gehen wir auch wieder rein. Das heißt, das mache ich dann im Stream. Und dann kann man wieder eine Woche komplett voten. Bei den verdammten Hype Awards. Kategorien der Anime Awards 2024. Bester Original Anime. Bestes Charakterdesign. Beste Animation. Beste Ongoing. Beste neue Serie. Art Director. Kamera. Kamera? Beste Slice of Life. Das ist auch neu, glaube ich, ne? Soundtrack, Anime Song, Film, Regie. Kamera ist hinzugekommen. Ich glaube, das ist hinzugekommen und das ist hinzugekommen. Hauptcharakter, Nebencharakter. Muss unbedingt beschützt werden, Charakter. Opening, Ending, Action, Drama, Romanze, Fantasy, Comedy. Und dann die Synchros. Was ist denn genau Art Direction, Riker? Ist das einfach... Ich glaube, das sind doch einfach die Hintergründe, oder? Wie die zueinander... passend gemacht werden, oder was? Verstehe ich nicht. Erklärung. Art Direction sind eigentlich Backgrounds, ja, habe ich mir gedacht. Aber ist hier vermutlich eher als generelle Ästhetik gemeint. Beste fortlaufende Serie und beste neue Serie unnötig. Ja, was... Wie willst du das definieren, ne? Was ist denn eine weiterlaufende Serie? One Piece? Conan. Zählen dazu auch alle anderen Serien, die... zwei Seasons lang laufen. Also das ist ja irgendwie den Weekly-Dingern unfair gegenüber, ne? Weil das wären dann potenziell ja die einzigen Kategorien, wo sie drin nominiert wären. Und dann noch Seasonal-Dinger hinzuzufügen, ist ja ein bisschen Quatsch. Und vor allem, wisst ihr, was das Dümmste überhaupt an den Anime Awards ist? Dass in diesem, also 2024 Anime Awards-Ding... 2 Jahre drin stecken. Nämlich 2022, die Fall Season, ja auch noch. Mit Chainsaw Man, Blue Lock, Mob Psycho und so weiter. Das ist ja der größte Quatsch. Bei Art Direction geht es um alle visuellen Aspekte, die das Aussehen und die Atmosphäre eines Anime bestimmen. Farbe, Design, Animations, die sind nur ein Teil der Überlegungen. Denn es müssen auch die kleinsten Details beachtet werden, damit eine Show wie ein zusammenhängendes und eigenständiges Kunstwerk wirkt. Ja, weiß nicht. Also, der Casual-Zuschauer wird unter Art Director und Animation das gleiche verstehen am Ende des Tages, sage ich. Kommt dann halt auf die Titel an, die da drin nominiert sind, so mäßig. Character Design ist ja nochmal so Art-Style bezogen. Sowas wie der Zeichenstil oder wie jeder hat so seinen eigenen Stil, so. Das kann man dann einfacher voneinander unterscheiden. Aber ich glaube, die meisten werden sich nicht mit dieser Fachkenntnis auseinandersetzen, was jetzt der Unterschied zwischen Art Direction und Animation an sich ist. Ich meine, bester Soundtrack ist ja auch eher allgemein gehalten und Anime-Song bezieht sich auch nur auf ein bestimmtes Lied, ne? Aber es kann halt auch wieder beides dasselbe sein, also von den Nominierten her. Eine Kamerafahrt, beste Kamera, fertig. Ja, eigentlich Teil der Regie. Bisschen komisch. Manche Sachen sind hier ein bisschen doppelt gemoppelt. Das heißt, sind die Titel von Herbst 22 bis Herbst 23 dabei? Ja, ich weiß nicht, ob Herbst 23 dabei ist. Oktober 22 bis September? Steht nicht auf der Seite, sondern woanders. September 23. Ja, okay, aber dann ist die Fall Season ja nicht mit drin, weil die Fall Season fängt doch meistens im Oktober an. Also ganz, ganz wenige Titel fangen im September an. Passiert auch mal, aber die meisten fangen ja Oktober an. Da hätten sie den Oktober auch mitnehmen können. Wobei das auch Quatsch ist, weil die meisten dann nur mit ihrer ersten Folge beginnen. Ja, also so wie letztes Mal. Das heißt, man kann sagen, Fall Season 22 bis Summer Season 23. Das heißt, sowas wie Frieren oder so ist jetzt nicht dabei. Ja, September endet die Summer Season. Ja, so gesehen, ja, stimmt. Ja, hier habt ihr nochmal das Datum, genau. 17. bis 27. Also nächste Woche Mittwoch könnt ihr abstimmen und ansehen am 2. März, also in 2 Monaten. Jury. Deutschland. Er ist noch okay, aber das sind halt irgendwelche Gaming-Magazine, Redakteure von irgendwelchen komischen Internetseiten, die kein Schwanz besucht. Keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, die
haben nicht einen einzigen Anime geguckt, der da nominiert wird. Also, Repräsentation der deutschen Anime-Szene ist da wieder absolut gut vertreten. Perfekt. Da gehen wieder die besonderen Grüße raus an Crunchyroll, wirklich. Nicht mehr normal. Wirklich, so ein Quatschverein. Ich glaube, alle im Chat haben mehr Anime gesehen als die Jury. Ja, ich finde das aber auch, das ist eine gerechtfertigte Kritik. Also wenn du nicht mal Influencer, und das muss ja, das ist ja egal, wer es ist. Irgendwelche Leute, ob auf YouTube oder auf TikTok, selbst TikTok, auch wenn ich TikTok nicht mag, aber gibt ja genug Leute da, selbst die vertreten ja irgendwie oder repräsentieren ja irgendwie unsere Anime-Kultur so, unsere, so dieses ganze Anime-Bild. Und ich finde, eine Jury sollte schon aussagekräftig von ihrer Bewertung her sein. Und zumindest einen Plan haben von Serien, die jede Season laufen. Und wenn du da irgendwie jemanden sitzen hast von einer GamePro oder so, der vielleicht mal, weiß ich nicht, 3 Anime von RTL 2 früher geguckt hat und das war's, weiß ich jetzt nicht, ob das so kompetent ist, den in der Jury sitzen zu haben. Sehr, sehr frech. Real Talk. Weil das so ein bisschen so ein Mittelfinger an alle anderen ist, die sich wirklich jedes Jahr bemühen, irgendwie die Szene zu repräsentieren. Das finde ich wirklich eine Frechheit. Von mir aus nimm Synchronsprecher oder so. Selbst die machen mehr. Naja, ich finde das Quatsch, sag ich ehrlich. Ist ein bisschen so Mittelfinger an alle anderen, die wirklich einen Plan haben von der Materie, die sich mit den Dingen auseinandersetzen, die wissen, wann, wie, welcher Anime kommt. Ich fände das Quatsch, aber das war auch schon die letzten Jahre so. Oder Experten aus dem Gebiet, ja. Eine Jury ist doch nur dann aussagekräftig, wenn Zuschauer einen gewissen Wert in der Meinung oder in der Bewertung einer Jury sehen, oder nicht? Würde ich schon so sagen. Was qualifiziert eine Jury zu einer Jury? Eine Jury muss Aussagekraft besitzen. Wenn die das nicht haben, was juckt mich das? Und diese Leute sind Randoms. Kein Schwanz kennt die. Dabei geht es nicht mal um die Reichweite oder so, sondern es geht einfach darum, dass die null im Thema drin sind. Da kannst du auch, keine Ahnung, 5 Discord-Mods von, weiß ich nicht, von mir da reinpacken. Die haben mehr Anime gesehen. Dass da, Digga, dass da kein Raffi sitzt, ne? Das finde ich eine Frechheit. Real Talk. Oder Nino oder irgendwelche TikTok-Leute. Oder so. Ich nehme mich da raus, weil das, also klar, nur rein so potenziell könnte man mich natürlich auch fragen, aber ich will mit den Leuten da gar nicht zusammenarbeiten, sage ich. Ja, meine Meinung sowieso Schmutz, ja. Ja, ja, einmal Boruto-Kabine kritisiert, direkt alle Diabos. Man sollte eine bestimmte Zahl an Anime in einem Jahr gesehen haben, das ist fast das Wichtigste. Du musst natürlich nicht jeden Anime gesehen haben. Dafür hast du natürlich eine große Anzahl an Leuten, die die Jury ausmachen. Du kannst von mir aus auch, du kannst ja auch solche Leute theoretisch mit einbeziehen. Aber dass die Jury nur aus solchen Leuten besteht, von mir aus pack 1-2 Leute rein, die Anime nur so von früher kennen. Ist natürlich auch nicht wirklich sinnvoll, weil willkommen in der aktuellen Zeit, so. RTL 2 Zeit ist schon ein bisschen her. Will ich mir vielleicht mal einen Wecker stellen oder so? Was ist das für eine Repräsentation? Gar keine. Das ist ein Mittelfinger, das ist ein Arschtritt. Roundhouse Kick in die Fresse, das ist das. Das kann ich nicht ernst nehmen. Und darüber rege ich mich auf. Und auch völlig zurecht.